wusste gar nicht, dass dein Groll so tief sitzt. Sie hat meinen Dad im Stich gelassen. Sie hat ihm die gesamte Schuld für die Schwarzarbeiter gegeben. Das verzeih ich ihr nie. Aber bei Bad Barm steht da, bin ich mir noch nicht so sicher. Dann sollten Sie mit Dennis darüber reden. Aber er freut sich so auf die gemeinsame Wohnung. Ihnen muss es doch auch gefallen, oder? Ich melde mich einfach, wenn wir da sind. Mach ja? Das. Okay. Ciao. Tschüss, mein Engel. Ich hab Kaspar Volk und seinen Bruder draußen gesehen. Fährt der Kleine jetzt schon ins Burgenland? Ja. Ich weiß, das tut weh. Mr. Warden, it's the only way to get my father out of jail. Sydney is to blame for everything, and she's gotta pay for it. Ja, wenn die Lieferung fertig ist, dann sage ich Ihnen Bescheid. Ja, gerne. Ihnen auch. Wiederhören. Gunther, was kann ich für dich tun? Hallo Vicky, ich wollte dich sprechen bezüglich der Eröffnung einer weiteren Four Queens Filiale. Ja. Ich möchte sagen, dass auch mir sehr viel daran gelegen ist. Vicky, du machst einen hervorragenden Job und ich sehe es genau wie Sydney dich als Geschäftsführerin in beiden Boutiquen. Freut mich. Sydney hat mir gesagt, dass du dir eine Teilhaberschaft wünschst. Ihr schätzt meine Arbeit, ich gehöre zur Familie. Da ist das nur logisch. Irgendwann. Wir bieten dir eine adäquate Gewinnbeteiligung an. Soweit war ich mit Sydney auch schon. Ich weiß. Ich wollte nur noch mal betonen, dass auch mir sehr viel an deiner Mitarbeit liegt. Aber eben nur daran. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Verhandle ich weiter mit Sydney oder mit dir? Mit Sydney, aber wir stehen ohnehin in Kontakt. Wir werden eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden. Hm? Ja, genau. Die Mieten in Bad Bramstedt sind viel billiger. Aha, ja. Nee, in der Nähe von Bad Segeberg. Das ist ganz lieb von dir, Mama, aber ich weiß nicht, ob die Eismaschine jetzt das Wichtigste ist, was wir brauchen. Ja, ja, ich weiß, du meinst es nur gut. Ja. Okay. Ja, mach ich. Mach ich. Tschüss. Ja. Meine Mutter hat uns ihre Eismaschine aufgedrängt. Ach, wie praktisch, ne? Wer weiß, ob es in Bad Bramstedt eine Eisdiele gibt. Sie haben gesagt, das ist ein Kurort. Da wird ja wohl ein paar Läden geben, oder nicht? Also, ich war mal zum Wandern da. Grenzt direkt an die holsteinische Schweiz. Aha. Und, wie fanden Sie es? Ja, das Aufregendste, an das ich mich erinnere, ist, dass da Kurt Gustav Wilkens geboren wurde. Ja. Der Erfinder der Nassrasur? Aha, Wilkens war ein bekannter Gewerkschafter und Anarchist und der ist in Argentinien erschossen worden. Aha. Mhm. Naja, wir werden uns da schon wohlfühlen. Naja, Sie sind ja auch nur abends und am Wochenende zu Hause. Eben, die meiste Zeit verbringen wir sowieso in Hamburg oder in Kiel. Und wie lange fährt man da? Na, mit dem Zug jeweils eine Stunde. Ja, schön Zeit zum Lesen üben.
Aha. Oder zum Seriengucken auf dem Handy. Schauen Sie mal, die will ich Edda schicken. Muss ich nur noch ein bisschen aufwirbeln. Wie finden Sie die? Na ja, das Leder ist von hochwertiger Qualität. Das muss ich schon sagen. Und die Verarbeitung, die ist auch sehr ansprechend. Gut. Vintage ist total angesagt. Ja, also da hinten, da ist Politur, Pflegepolitur. Dann können Sie die Tasche aufarbeiten. Sehr gut. Aber den Rest verkaufen wir. Ich brauche ein Startkapital für den Umzug. Wie Sie meinen, bitte. Klar. Auf langen Autofahrten schläft er die meiste Zeit. Dann wird er die Fahrt ins Burgenland gut überstehen. Ja. Ach, nichts. Ich dachte, ich hätte Kaspar gehört. Bescheuert. Das wird dir noch eine Weile so gehen. Ich vermisse ihn jetzt schon furchtbar. Weißt du was? Ich nehme den Rest des Tages frei und wir machen was Schönes. Ich kann Gunther fragen, ob wir wieder in die Waldhütte können. Das war doch schön. Das ist total lieb von dir, aber mir ist nicht danach. Aber hier erinnert dich alles an Kaspar. Aber ich muss lernen, damit klarzukommen, wenn ich dich umziehen will. Ich stürze mich einfach wieder in die Arbeit. Hier ist sowieso so viel liegen geblieben durch das ganze Hickhack mit Volker. Bist du sicher, dass dir nicht die Decke auf den Kopf fällt? Nein. Aber soll's. Je eher ich wieder in den Alltag zurückfinde, desto besser. Aber wenn's nicht klappt, dann melde ich mich sofort bei dir. Versprochen. Ich bin 24 Stunden für dich da. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ciao. Da steht die alte Möhre. Ich habe, glaube ich, gestern ein bisschen übertrieben, aber Patina hat er schon. Ich bin einfach eine sentimentale Kuh. Ich kann mich nicht davon trennen. Aber das ist ein sehr schöner Zug in unserer heutigen Wettbewerbsgesellschaft. Danke nochmals für Kaffee und Schlafsachen. Ich bitte Sie. Und wenn ich das nächste Mal in Lüneburg bin, gehe ich ins Carlas essen. Und sind mein Gast. War schön, Sie kennengelernt zu haben. Ja, nach anderen Schwierigkeiten kann ich das nur bestätigen. Grüßen Sie Ihren Mann. Das mache ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist denn jetzt? Die Burg scheint Ihnen kein Glück zu bringen, oder? Oh Mist. Ich kenne eine sehr gute Werkstatt Richtung Lappenstedt. Das ist, glaube ich, die Lüneburger Landstraße. Und dann lassen Sie nur, mein Autoschrauber hat mir schon gesagt, dass der Wagen es nicht mehr lange machen wird. Noch mehr Geld reinzustecken, wäre unvernünftig. Was machen Sie jetzt? Einen Stadtbummel? Kein Grund, den Tag vermiesen zu lassen. Was ist mit Ihnen? Haben Sie Lust mitzukommen? Ja, klar, natürlich. Vielleicht finden wir eine Boutique, in der Sie zufällig eine Verkäuferin suchen. Wir haben hier sehr gute Läden. Zeige ich Ihnen. Bin gespannt. Sie auch. Klaut sowieso keiner. Geht ja nicht. Die Nachfrage nach den Kimonade-Busselwagen ist ungebremst, aber es ist auch kein Wunder. Weil in jeder Zeitung findest du ein Foto von ihnen. Jo, ey, du machst dich echt breit. Hast du dir die Fotos denn überhaupt schon mal angeschaut? Ich muss lernen, das ist doch sowieso immer das Gleiche drauf. Ja, der Kimonade-Schriftzug, das ist ja auch die Hauptsache. Theo, Edda hat recht, das ist nicht dein Schreibtisch. Ich räume ja gleich alles weg, aber man kann auch ein bisschen würdigen. Bist du jetzt schon fertig? Ich kann mich nicht konzentrieren. Meinetwegen. Nicht nur. Dennis geht morgen nach Kiel. Morgen schon? Mhm. Ja, müssen wir heute eine Abschiedsparty schmeißen. Das ist eine gute Idee. Er würde sich bestimmt freuen. Ja, ich muss jetzt hier weiter.
Ja, hallo. Grüß dich. Ach Mensch, gut, dass du kommst. Edda kann sich ohne dich einfach nicht konzentrieren. Petze! Oh. Schau mal, die ist für dich. Von der letzten Entrümpelung habe ich ein bisschen aufpoliert. Wow, danke. Ja, die ist... Findest du die hässlich? Vielleicht hatte die Samba-Queen Interesse dran. Au. Sei nicht böse, ja? Nein, schon okay. Dann kriegt sie Lilly für ihre Verkleidungskiste. Hast du eigentlich schon eine Wohnung in Kiel? Wir ziehen nicht nach Kiel. Edda und ich ziehen nach Bad Bramstedt. Bad, bitte, was? Bad Bramstedt. Das ist bei Bad Segeberg. Eine Kundin von mir geht da immer auf Kur. Und die ist wie alt, 80? Ja, sie geht streng drauf zu. Ja, da gibt's ein Moorheilbad. Ein Moorheilbad. Ja, dann hofft mal darauf, dass ihr eine Moorleiche findet, denn sonst gibt's da wahrscheinlich nichts Besonderes zu sehen. Die Stadt ist vielleicht kein Hotspot, trotzdem, da gibt's viele gute Sachen. Mhm. Und es ist nett und überschaubar. Ja. Ach, nett und überschaubar. Ja, ja, das ist genau das, was man in eurem Alter so sucht, ne? Nett und überschaubar. Hey, du bist gar nicht in der Boutique? Hast du etwa schon gekündigt? Wieso stehst du nicht an deinem Stand beim Heideblütenfest? Verzeihung, ich wollte natürlich sagen Pop-up-Bar. Das Fest klingt langsam aus und meine Aushilfe schafft das auch allein. Genau wie bei mir. Du bist plötzlich so gut drauf? Hat dir Herr Jansen etwa einen Antrag gemacht? Ach, daran arbeite ich noch. Vicky, übertreibst du nicht manchmal ein bisschen? Inwiefern? Arbeit, Männer, Lebenspläne. Du meinst, dass ich zu hohe Erwartungen habe? Du? Niemals. Erwartungen können gar nicht hoch genug sein. Ist das so? Mhm. Du gibst dich mit zu wenig zufrieden. Wie mit deiner provinziellen Möchtegern-Bar. Das ist ja nicht das Ende meiner Träume. Sehr gut. Aber meinen Traummann habe ich schon. Patrick? Ernsthaft? Okay. Er ist kein Entscheidungsträger in Spitzenpositionen, ja? Dafür ist nicht mal sein Vater so alt wie dein heimlicher Hausfreund. Ist er das? Mr. Warden? Yeah, it's the address of a good friend of mine. When will the messenger arrive? I'll be there. Thanks. Und jetzt? Doch nicht nach Bad Bramstedt? Naja, ich könnte das Zimmer in Kiel nehmen, das mir mein Ausbildungsbetrieb zur Verfügung stellt, aber... Ich ziehe nach Hamburg? Naja, dann sehen wir uns zumindest an den Wochenenden. Das ist ja Edda, unsere Krankenschwester. Wo haben Sie diese Tasche hier? Die hat mir Dennis, mein Freund, geschenkt. Darf ich mal? Die ist von der Entrümpelung. Wissen Sie, dass Sie ein echter Glückspilz sind? Nee. Das ist eine echte Jean-Michel Chichidou-Tasche. Eine was? Die Sonderkollektion von 1978. Mein Ex-Mann hat mir eine zum 10. Hochzeitstag geschenkt. Das heißt, die Tasche ist was Besonderes. Edda findet die nämlich ziemlich hässlich. Ich würde sie sofort abkaufen, wenn ich das Geld dafür hätte. Wir wollten sie gerade Lilly schenken. Ja, dann hoffe ich, dass die Dame dieses exklusive Stück zu schätzen weiß. Die Dame ist erst 6 Jahre alt. Ja, Lilly ist meine kleine Halbschwester. Und mein Patenkind. Vielleicht sollten wir das noch mal überdenken. Hm? Ich würde sie in Ehren halten oder einem hochwertigen Second-Hand-Laden zum Verkauf anbieten. Hm? Ein wirklich schönes Stück. Danke. Danke für den Tipp. Wir hören uns mal um. Tun Sie das. Tschüss. 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 Wer hätte das gedacht? Eine originale... Wie heißt der Vogel? Der Vogel? Jean-Michel Gigidou? Hm. Modedesigner. Aber dem Namen hatte auch keine andere Wahl. Ja,
Oh, Miss Parker, mal wieder zufällig in der Gegend. Ich bin einverstanden. Ich arbeite wieder mit Ihnen zusammen. Und ich habe einen Plan, wie Sie an das Hotel kommen. Einen besseren als Sie. Da bin ich aber gespannt. Sydney gibt Ihnen einen Korb nach dem anderen. Sie wird sich niemals auf Sie einlassen. Und ich habe mich mit Mike Warden zusammengetan. Der Name sagt Ihnen was? Der Anwalt Ihres Vaters. Ja, kommen Sie mal zur Sache. Warden wollte damals dem Gericht einen Strohmann präsentieren. Irgendein Typ hatte sich gefunden, der sich als Dads Kompagnon ausgibt und die Schwarzarbeit auf seine Kappe nimmt. Gegen ein gewisses Entgelt. Die entsprechenden Unterlagen waren bereits vorbereitet und Sydney sollte mit ihrer Aussage das Konstrukt untermauern. Eine Falschaussage. Wollen Sie jetzt den Plan hören oder nicht? So, Warden hat die Dokumente erneut manipuliert. Und jetzt sieht es so aus, als hätte Sydney die Schwarzarbeiter eingekauft. Ja, ich deponiere jetzt die Beweise bei Sydneys Sachen, mache ein paar Anrufe und das Verfahren wird neu aufgerollt. Ah, verstehe. Ihr Vater kommt möglicherweise frei. Sydney wird in den USA vor Gericht gestellt. Ja, was habe ich davon? Wenn Sydney verurteilt wird, dann haftet sie mit ihrem gesamten Vermögen. Ihre Anteile am Drei Könige. Sie müsste verkaufen. Tja, und ich glaube nicht, dass Gunther die 50%, die er ihr geschenkt hat, zurückkaufen kann. Und dann komme ich ins Spiel, als ehrenwerter Geschäftsmann. Retter in der Not. Ja, und das ist der weitaus bessere Plan, um an das Hotel zu kommen. Sagen Sie, machen Sie Witze. Der Plan birgt so viele Unwägbarkeiten. Dagegen ist Ihr Plan, dass Sydney sich in Sie verliebt und Sie heiratet natürlich eine sichere Bank. Ich werde darüber nachdenken. Das steht Ihnen frei. Auf Wiedersehen, Herr Militzer. Jetzt komme ich doch noch in den Genuss Ihrer Küche. Es schmeckt hervorragend. Danke, das freut mich sehr. Nur schade, dass niemand eine Verkäuferin sucht. Ihnen schwebt ein gehobeneres Ambiente vor, oder? Naja, eine dieser Bekleidungsketten kommt für mich nicht in Frage. Ich bin Fachverkäuferin und keine Klamottenräumerin. Ich habe nichts gegen diese Läden, nur könnte ich da niemals arbeiten. Ich berate gern und nehme mir Zeit für meine Kunden. Ich bin mir sicher, dass Sie eine Stelle finden werden, die Sie glücklich macht. Das finde ich auch. Und mein größter Vorteil ist, ich bin flexibel. Sie sind seit einem Jahr geschieden und immer noch allein. Vermutlich, weil ich auch bei Männern gewisse Ansprüche habe. Ja, und durch meinen Ex-Mann Thees bin ich in mancher Hinsicht verwöhnt. Lieben Sie ihn noch? Nein, um Gottes Willen. Dieser Mistkerl hat mich wegen einer Jüngeren sitzen lassen. Aber wir waren gesellschaftlich sehr eingebunden und ich mag es, mich schick zu machen und auszugehen. Ach, jetzt muss ich gerade an dieses Kleid im Four Queens denken. Das war ein Traum. Das hätten Sie mir doch bei unserem Bummel zeigen können. Hätten Sie mich denn begleitet nach allem, was passiert ist? Dafür kann niemand was. Und ich finde den Laden sehr schön. Ich sehe mich gern noch mal darin um. Vielleicht ist das Kleid ja noch da. Ja, worauf warten wir dann noch? Los! Sie haben recht. Ich habe eine Belohnung verdient. Nach der OP, nach der Nacht im Krankenhaus und dem schlechten Krankenhausessen. Eben. Ja, die Tasche ist original. Okay. Ja, dann komme ich nachher bei Ihnen vorbei. Okay. Bis dann. Tschüss. Und, die Tasche ist von diesem Jean-Michel Gigidou. Ah, ja. Die ist dann richtig was wert? Oh ja. Den Erlös, den teile ich natürlich mit Ihnen. Schließlich haben wir die Tasche ja zusammengefunden. Nee, das will ich nicht, will ich nicht. Aber vielleicht überlassen Sie mir diesen Ölschinken da im Gegenzug. So. Von mir aus. Also, abgemacht? Okay. Hey, komm rein. Hey. Hi. Na, Lüder. Ich wollte mal sehen, ob ich dir beim Packen helfen kann. Naja, so viel Zeug habe ich ja nicht. Aber ich darf dich morgen nach Kiel fahren, oder? Das wäre super.
Ah, vorher gibt's noch Frühstück bei Britta. Da kannst du ja gleich von Lilly verabschieden. Ja. Herr Lüder? Ja? Sie sind auch eingeladen. Oh, gern. Ja, Dennis, ich komm gleich wieder. Ich hole schnell ein paar Batterien aus der Drogerie hier. Ja, geht klar. Ich hab noch was für dich. Ah ja? Mhm. Wow. Die ist vielleicht geil. Mach's mir ab und schau mal auf der Rückseite. Für meinen Sohn Dennis. Das ist echt schön, danke. Alles Gute. Komm her. Ich bin ja nicht aus der Welt. Was meinst du, was ich dir geschenkt hätte, wenn du dich für Norwegen entschieden hättest? Also das hier ist eindeutig zu kurz. Wie ist das andere? Ach, ich weiß nicht. Zeigen Sie mal. Wow! Ist es nicht ein bisschen zu weit? Das lässt sich gleich ändern. Hier. Ein Abnäher rein. Oh. Und schon? Stimmt, so wär's perfekt. Gut, dann schnell ausziehen und kaufen. Ich habe vergessen, dass Sie die wandelnde Schneiderei sind. Und ich werde es kaufen. Hallo. Hallo. Also, ich würde den hier nehmen. Der harmoniert sehr gut mit Ihrem Rock und bringt Ihre, schauen Sie mal, Ihre Augenfarbe schön zur Geltung. Und außerdem ist diese Farbkombi im Moment total angesagt. Okay, danke schön. Dann nehme ich den. Ich nehme das. Sie sahen toll drin aus. Vielen Dank. Gibt's einen Anlass? Bei so einem schönen Kleid findet sich der Anlass von allein. Frau Fischer, Sie beeindrucken mich schon wieder. Ach, es macht mir einfach großen Spaß. Arbeiten Sie öfter allein hier? Nein, ich bin nur eingesprungen. Denn unsere Aushilfe steckt gerade im Stau. Danke, dass Sie mitgekommen sind. Also, ich bin wirklich noch nie so gut beraten worden. Schön. Perfekt. Viel Spaß damit. Danke. Kommen Sie rein. Brief für Frau Parker? Dankeschön. Gerne. Vielen Dank. Tschüss. Hallo. Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist in Hannover. Der Termin wurde abgesagt. Den Herrn Landtagspräsidenten plagt eine Gürtelrose. Was suchst du denn da? Das ist eine Überraschung zu deinem Geburtstag, also nicht gucken. Ach, mich gruselt's jetzt schon, wenn ich an den Tag denke. Wieso, Angst vorm Älterwerden? Nein, aber was allein im Rathaus veranstaltet wird und dann hat sich auch noch meine Mutter angekündigt. Was hast du erwartet? Ja, sie kommt mit Jule, also meine Tochter, die in Brasilien lebt. Sie ist gerade bei ihr.
Und das freut dich gar nicht. Doch, schon. Aber das muss ja alles organisiert sein. Und dann müssen wir ja auch noch absprechen, wie wir das machen. Keine Sorge, ich bin flexibel und umgänglich. Danke, dass du mir so einfach machst. Du kannst dich auf mich verlassen. Geh doch schon mal vor und ich komme gleich nach. Jetzt bin ich doch froh, dass ich nicht nach Hannover musste. Theo sein Kimonadekrempel doch in seinem Zimmer ausbreiten. Endlich. Das war schon verrückt. Dieser Unternehmerkram ist echt voll sein Ding. Ja, total. Wie läuft's denn bei dir? Willst du jetzt Medizin studieren? Ich mache auf jeden Fall jetzt den ersten Block des Pflegepraktikums fertig. Und dann scheint es dich aber gepackt zu haben, sonst würdest du dir diesen Stress ja nicht geben. Landschaftsarchitektur ist auch toll und kreativ. Da habe ich den ständigen Wechsel zwischen der praktischen Arbeit draußen und dem Zeichnen von Entwürfen am Schreibtisch. Hm. Ja, und ich habe jetzt die Lehre gemacht und gerade das Studium begonnen. Gib's doch einfach zu. Du willst jetzt Ärztin werden. Steht dazu. Die Arbeit mit den Patienten macht mir Spaß, ja. Rauszufinden, was jemandem fehlt, ihm zu helfen. Ich finde das irrsinnig spannend. Das hast du bei der Gärtnerei natürlich nicht. Dafür ist die Gärtnerei nicht so riskant. Wenn ich da eine falsche Entscheidung treffe, dann riskiere ich kein Leben. Frag mal die Pflanze, die du rausreißt, nur weil dein Auftraggeber mit einmal was anderes haben will. Du hast ja recht. Im Grunde habe ich mich schon für Medizin entschieden. Aber ich habe gerade so viel im Kopf. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass Dennis morgen nach Kiel geht. Kann man in Kiel nicht auch Medizin studieren? Ja, klar. Wegen vorhin. Entschuldige, dass ich dich da so abgebügelt habe. Ich wünsche dir wirklich, dass es mit dir und deinem Patrick klappt. Schon okay. War einfach in letzter Zeit ein bisschen viel für uns beide. Ich gehe gleich zur Abschiedsfeier für Dennis. Hast du Lust mitzukommen? Ach, mir ist heute nicht nach Party. Okay. Was Sidney und dich betrifft, das lag nur an diesem Brief. Es macht mich einfach fertig, dass es Dad nicht gut geht. Aber jetzt mal zu etwas Erfreulicherem. Thomas hat nächste Woche Geburtstag. Und seine Mutter und seine jüngere Tochter kommen zu Besuch. Und was genau freut dich daran jetzt so? Ja, dass er mich den beiden vorstellen will. Aha. Verstehst du das nicht? Er macht die Sache zwischen uns offiziell. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie hast du das hingekriegt? Ach, das würde ich dir erzählen, aber du willst ja auf die Party. Okay, ich sag die Feier ab und wir gehen irgendwo einen Kaffee trinken. Komm, ich muss dir auch noch einiges erzählen. Nichts. Allerdings ist in meinem Kalender vermerkt, dass mein bester Freund nächste Woche einen runden Geburtstag feiert. Darauf könnte ich gern verzichten. Ich wollte nur mal hören, was so geplant ist. Nichts. Ja, meine Mutter und Julia haben sich angekündigt. Es ist doch toll, dass die beiden mit dir feiern wollen.
Verfällst du wenigstens nicht in eine Depression? Dazu besteht kein Anlass. Ich habe kein Problem, 60 zu werden. Das muss an der jungen Geliebten liegen. Das ist witzig. Was? Du bist dir treu geblieben. An deinem 50. Geburtstag hattest du ja auch eine heiße Affäre. Nur war ich damals mit Petra verheiratet, als ich mit Miriam... Ach, und jetzt möchtest du Mutter und Tochter überraschen? Mit Vicky? Ganz bestimmt nicht. Aber sie will doch sicherlich mit dir feiern. Und bei der Gelegenheit... Nein, du, das haben wir geklärt. Sie hält sich bedeckt. Was hast du ihr denn dafür versprechen müssen? Nichts. Sie hat einfach eingesehen, dass sie außen vor ist, wenn die Familie kommt. Das wundert mich jetzt. Du hast sie schon immer falsch eingeschätzt. Das habe ich dir schon mal gesagt. Schade. Ich hätte schon ganz gerne die Reaktion deiner Mutter auf deine blutjunge Geliebte gesehen. Bloß nicht. Dann fängt sie wieder mit der alten Leier an. Ich wäre wie mein Vater. Also das Fass mache ich ganz sicher nicht auf. Schade. Ja, 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 ja. Ich sehe ein, ich hätte meine Sachen hier nicht einfach so rumliegen lassen sollen. Aber ist es wirklich ein Grund, sie einfach so zu nehmen und in mein Zimmer zu werfen? Das Chaos ist garantiert nicht größer als vorher. Okay. Ach, oh, da. Überraschung! Party! Überraschung! Habe ich mir schon gedacht, dass hier was im Gange ist. Ja, tut mir leid, ich konnte die Hinweise leider nicht vor ihm verstecken. Das macht nichts. Freust du dich? Ja, sehr. Und du wirst dich gleich noch viel mehr freuen. Hast du wieder eine Tasche dabei? Hey, die Tasche habe ich secondhand verkauft. Und? Ist was dabei rausgesprungen? Für ein schickes Essen? In Bad Bramstedt? Wie viel ist denn das? 3.500 Euro. Für eine alte Oma-Tasche. Hey, die Tasche ist vintage, ja? Der Typ hat gesagt, es gibt viele Taschen, die so viel wert sind. Und was macht ihr jetzt mit dem Geld? Naja, erstmal umziehen, würde ich sagen, und dann vielleicht den Führerschein. So ein Auto wäre nicht schlecht bei der ganzen Pendlerei, hm? Das können wir uns sparen. Warum? Weil ich ab dem nächsten Semester Medizin in Kiel studiere. Was? Mhm. Das heißt, keine Wochenendsbeziehung? Kein stundenlanges Hin- und Herfahren? Eine super Entscheidung. Aber das heißt ja, dass ich euch gar nicht in Bad Bramstedt besuchen kommen kann. Oh. Ich meine, Medizin ist doch ein ziemlich beliebtes Studienfach, oder? Kriegst du da so schnell einen Platz? Nee, Kiel ist nicht so beliebt. Das wird schon. Wo bleibt denn Kim? Wir wollen anstoßen. Sag gerade ab. Naja, das sollte uns aber nicht vom Feiern abhalten. Wir trinken Kemonade im Kühlschrank, alles voll in allen Geschmacksrichtungen. Er kann es einfach nicht lassen. Du siehst toll aus. Das Kleid ist wirklich wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich es gekauft hätte, wenn Frau Fischer nicht bei mir gewesen wäre. Dann danke ich Ihnen, dass Sie meine Frau so wunderbar beraten haben. Gern geschehen. Schließlich profitieren Sie als Mann von einer so attraktiven und gut gekleideten Frau an Ihrer Seite. Wenn das so ist, liege ich ganz weit vorn. Ich hol mal den Tee. Schön, dass ich Sie erreiche. Ich wollte Sie gerne fragen, ob Sie immer noch Interesse an der Stelle in Four Queens hätten. Ich dachte, die ist schon vergeben. Die Bewerberin hat ihre Zusage ganz kurzfristig zurückgezogen. Oh, das ist großartig. Ich meine... Hoffentlich gibt es dafür keinen dramatischen Grund. Nein, sie hat nur was anderes gefunden, das für sie leichter zu erreichen ist. Das kann ich kaum glauben, nach all dem Pech, das ich hier hatte. Frau Fischer, Sie waren die ganze Zeit in der engeren Auswahl und nachdem ich heute gesehen habe, wie Sie Frau Sarah Varkos beraten haben... Bei ihr bin ich gerade. Wirklich? Hätten Sie was dagegen, wenn ich Ihnen gleich einen Vertragsentwurf hochbringe? Gerne. Heißt das, Sie wohnen hier im Haus? Ja, natürlich, im Parterre. Dann bis gleich. Ich hab
die Stelle im Four Queens. Herzlichen Glückwunsch. Dann sehen wir uns ja nächster Zeit öfter. Das ist so ein verrückter Tag. Und meine zukünftige Chefin bringt mir gleich meinen Arbeitsvertrag vorbei. Also ich finde, darauf sollten wir anstoßen, ja, oder? Ich hole eine Flasche Cremant. Ich trinke natürlich nichts und fahre Sie später nach Hause. Oh, das nehme ich gerne an. Vielen Dank, Torben. Sydney, ja, ja, kommen Sie hoch. Ist das Kapitel Lüneburg morgen also wirklich beendet? Mhm. Ist einiges passiert, seitdem wir uns das erste Mal begegnet sind, was? Du hast lesen und schreiben gelernt. Danke, Herrn Lüder. Mhm. Und ich habe mit ihm eine Werkstatt aufgemacht. Du weißt jetzt, wer dein Vater ist. Ja. Du hast sogar eine Schwester. Auf die ich sehr stolz bin. Und durch die Ausbildung bei der Feuerwehr hast du deinen Traumberuf gefunden. Naja, das wäre fast schiefgegangen, weil ich Idiot nicht ehrlich war. Du hast ja zum Glück noch die Kurve gekriegt. Zum Glück habe ich dich gekriegt. Und jetzt gehen wir nach Kiel. Mhm. Schade, dass du nicht gleich mitkommen kannst. Mhm. Ich werde dich vermissen. Du wirst mir auch fehlen. Auch wenn es nur ein paar Monate sind. Ich werde versuchen, so oft wie es geht, an den Wochenenden zu kommen, ja? Und ich nach Kiel. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft. Ich auch. Wirkung vom Busel-Wettbewerb? Ach, Unsinn. Hat übrigens Spaß gemacht. Auch wenn wir gegen Herrn Flickenschild und Herrn Jansen verloren haben. Busseln ist eben kein richtiger Sport. Ja, ein Freizeitspaß, wo das Glück im Vordergrund steht, nicht Leistung. Ganz anders als beim Handball, ne? Wir sollten mal wieder zusammen trainieren. Wenn du jetzt noch Zeit findest für deinen alten Herrn, wo du eine Freundin hast. Keine Sorge. Ich kümmere mich auch weiterhin um dich. Das ist lieb, danke. Okay, ich habe noch 2 Stunden. Keine Zeit. Ich muss noch was klären. Wichtige Geschäfte? Ein Angebot. Ich fürchte allerdings, dass mir das Risiko zu hoch ist. Schreck dich doch sonst nicht ab. Naja, aber die Ecke, aus der der Vorschlag kommt, ist, sagen wir mal, nicht sehr vertrauenswürdig. Sprechen wir von Simone Falkenstein? Da liegst du völlig falsch. Ja, ich brauche schon noch ein paar Informationen. Das kann ich nichts dazu sagen. Ich habe mich eigentlich schon dagegen entschieden. Mein Gefühl sagt nein und auf mein Gefühl konnte ich mich bisher immer verlassen. Zahlen bitte. Ja, dass Sie mit diesem Kassensystem schon mal gearbeitet haben, ist natürlich von Vorteil. Ja. Ist das die neue Ware?
Ja, die müsste ausgepackt werden. Haben Sie noch Fragen oder wollen Sie sich erstmal mit unserem aktuellen Sortiment vertraut machen? Dazu hatte ich gestern schon Gelegenheit. Na dann, herzlich willkommen im Four Queens. Danke. Dem kann ich mich nur anschließen. Guten Tag, die Damen. Hallo, meine Schwester sagte mir, dass Sie bei uns eingestellt wurden und als Mitinhaber des Hotels würde ich Sie recht herzlich willkommen heißen. Vielen Dank. Sehr nett von Ihnen. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Start. Danke. Sagen Sie, tragen Sie denn manchmal Krawattennadeln? Nie. Darf ich Ihnen kurz was zeigen? Sicher. Ich finde, diese hier würde ausgezeichnet zu Ihnen passen. Was sagen Sie? Etwas bieder? Es könnte daran liegen, dass Krawattennadeln in der Biedermeierzeit aufgekommen sind. Allerdings zunächst für die damals getragenen Halsbinden. Tatsächlich. Zum Standardschmuckstück wurden Krawattennadeln mit dem Aufkommen des Plastrons um 1860. Ich finde, Sie sollten in einem Modemuseum arbeiten. Entschuldigen Sie, aber rund um Mode interessiert mich einfach alles. Dann sind Sie hier genau richtig. Und bevor man gut tauchen kann, dann muss man schwimmen lernen. Kann ich schon. Ist gut, aber mit Schwimmflügeln ist Tauchen, glaube ich, ein bisschen schwer. Es freut mich, dass Ihnen das Praktikum geholfen hat, sich zu entscheiden. Ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich mir ganz sicher. Also, Moment. Ich muss leider gleich die Werkstatt aufmachen. Okay. Sie werden mir fehlen. Sie können jederzeit vorbeikommen und mir bei der Arbeit helfen. Danke, Herr Lüder, für alles und auch, dass Sie mir mit meinem Problem geholfen haben. Gern geschehen. Ja, gehen wir gleich mit runter? Einen Moment noch. Kommst du mich mal besuchen in Kiel? Ja, klar. Ja, klar. Super. Alles gut. Tschüss. Tschüss. Guck nicht so traurig. Wir sehen uns ganz bald wieder, versprochen. Ich weiß. Ich schicke auch heute noch die Bewerbung für den Studienplatz ab. Wehe, wenn nicht. Ja, dann würde ich sagen, komm mal mit runter zum Auto. Dann können wir noch alle Winke-Winke machen. Okay. Na komm, ich mal auf. Komm, Lilly. Sag deinen großen Bruder tschüss. Wir winken unten. Winken mit den Armen, ganz viel. Ich war gerade auf dem Weg zu Ihnen. Oh, wie schön, ich freue mich ja immer, Sie zu sehen. Ich habe über Ihr Vorhaben nachgedacht. Und? Ja, Ihr Plan wird nicht funktionieren, der hat gravierende Lücken. Das sehe ich anders. Glauben Sie mir, das fällt Ihnen auf die Füße, lassen Sie es. Dafür ist es zu spät. Wie bitte? Ich hatte doch gesagt, dass ich erst darüber nachdenken will. Was Sie wollen, ist mir herzlich egal. Die gefälschten Unterlagen liegen längst an Ort und Stelle. Ich fasse es nicht. Wo denn bitte? Nur da, wo Sie schon lange hinwollen. In Sydneys Schlafzimmer. Sie holen die Sachen da sofort wieder raus. Ganz bestimmt nicht. Doch. Es wäre wirklich sehr reizend, wenn Sie mir die Manschettenknöpfe zurücklegen könnten. Ich denke, die werden meinem Sohn gefallen. Sehr gerne, Herr Militzer. Dann bis später. Bis später. Tag. Guten Tag. Hallo. Ach, haben Sie Ihre kleine Niederlage beim Boseln überwunden? Bilden Sie sich wirklich was auf Ihre 2-Punkte-Vorsprung ein? Da kann wohl jemand nicht verlieren. Ach, die Büroklammern. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Da habe ich sie einfach aneinander gekettet. Das hat mich irgendwie beruhigt. Hatte was. Wenn ich wieder nicht einschlafen kann, dann tüdel ich sie einfach wieder auseinander. Ach, das ist aber schade. Mach doch eine zweite für mich. Ich besorg dir auch eine Packung Klammern. Ach, ich dachte, du sorgst dich um mich. Dabei willst du nur meine unbändige Kreativität. Schön, dass du wieder lächeln kannst. Frühstückst du mit mir?
Nein, das geht leider nicht. Aber ich komme später noch mal vorbei. Wäre nicht. Herr Lieder. Oh, hallo. Zahltag. Oh, ja, das hört man gern. Mhm. Tja, gute Arbeit muss ja auch entlohnt werden, natürlich mit Erfolgsprämie. Gut. Das nennt man dann wohl neudeutsch eine Win-Win-Situation, was? Genau so ist es. So, hier für Ihre Steuerunterlagen. Bitte sehr. Die Firma dankt. Okay. Perspektivisch werde ich noch ein paar mehr von den Wagen brauchen. Zum Buseln? Also ich dachte, das Heideblütenfest ist doch vorbei. Ja, aber es gibt ja auch noch Klassik, Sommer, Jazz, Frühschoppen, die lange Nacht ist irgendwas, ist immer... Also gut, gern, gern, gern. Schließlich muss ich ja die Miete für die Werkstatt ab sofort allein aufbringen. Hm? Ja, weil Dennis in Kiel untergetaucht ist. Ja. Ja, wie hoch ist denn die Miete für sowas hier? Naja, immerhin doch erschwinglich. Ja, das Haus muss allerdings saniert werden, mhm. Aber trotzdem. Naja, klar. Also wenn Sie irgend... Was ist das? Das ist von unserer letzten Entrümpelung, ja. Dennis hat es mir überlassen, weil es mir so gefallen hat. Schöner Strich. Als ob Sie was davon verstehen, nur weil Sie mal Sprayer waren, ja? Oh, ich habe mich in der Zeit ziemlich intensiv mit Kunstgeschichte auseinandergesetzt, aber vielen Dank, Herr Lüder. Aha, und was denken Sie denn über das Bild? Es könnte was wert sein. Also Dennis hat für die Tasche über 3.000 Euro bekommen. Ja, ich weiß. Wissen Sie denn, von wem es ist? Das lässt sich doch herausfinden, hm? Ja, das stimmt. Sie werden es nicht glauben, aber auf einem Dachboden in Frankreich haben Sie tatsächlich ein Original Caravaggio gefunden. Caravaggio? Mhm. Und wie viel wert? 120. 1.000, ja? Millionen. Oh. Ja. Zu Ihrer Stiefmutter. Wir sind verabredet. Sie ist kurz zu Ihrer Freundin Merle. Ja, dann kommt sie sicher gleich. Ja. Und wie läuft Ihre Bar? Bestens. Nach dem Ende des Heideblütenfests wird sie wieder am Strand aufgebaut. Das freut mich, das freut mich. Ja, ich muss jetzt los. Oh, könnte ich vielleicht hier warten? Klar. Ja, schönen Tag noch. Ihnen auch. Was machen Sie hier? Also, wenn Sie ein Geschenk für Frau Parker suchen, dann würde ich diese Halskette hier nehmen. Sie hat im Vorbeigehen über die Halstücher gestrichen. Wenn es denn ein Tuch sein soll, dann würde ich das Graue nehmen. Das lässt die Augen von Frau Parker noch mehr strahlen. Ach, wirklich? Ich dachte eher an das Rosane. Setz dich in dein Flugzeug und such dir ein Ziel und... Du willst mich loswerden? Bin ich so schlimm? Ja. Ich möchte einfach, dass es dir wieder besser geht. Und wenn es dir hilft, komme ich mit. Ich muss gleich meine Tochter und meine Mutter vom Bahnhof abholen. Dann komme ich mit. Wir haben doch abgemacht, dass wir uns erst wiedersehen, wenn meine Familie abgereist ist. Wir waren uns doch einig, dass wir eine Affäre haben und es nicht an die große Glocke hängen. In der Öffentlichkeit, das verstehe ich, aber innerhalb der Familie? Bitte versteh mich doch. Mr. Warden? Yeah, it's the address of a good friend of mine. When will the messenger arrive? I'll be there. Thanks.
Und jetzt? Doch nicht nach Bad Bramstedt? Naja, ich könnte das Zimmer in Kiel nehmen, das mir mein Ausbildungsbetrieb zur Verfügung stellt, aber... Ich ziehe nach Hamburg? Naja, dann sehen wir uns zumindest an den Wochenenden. Das ist ja Edda, unsere Krankenschwester. Wo haben Sie diese Tasche hier? Die hat mir Dennis, mein Freund, geschenkt. Darf ich mal? Die ist von der Entrümpelung. Wissen Sie, dass Sie ein echter Glückspilz sind? Nee. Das ist eine echte Jean-Michel Chichidou-Tasche. Eine was? Die Sonderkollektion von 1978. Mein Ex-Mann hat mir eine zum 10. Hochzeitstag geschenkt. Das heißt, die Tasche ist was Besonderes. Edda findet die nämlich ziemlich hässlich. Ich würde sie sofort abkaufen, wenn ich das Geld dafür hätte. Wir wollten sie gerade Lilly schenken. Ja, dann hoffe ich, dass die Dame dieses exklusive Stück zu schätzen weiß. Die Dame ist erst 6 Jahre alt. Ja, Lilly ist meine kleine Halbschwester. Und mein Patenkind. Vielleicht solltet ihr das noch mal überdenken. Ich würde sie in Ehren halten oder einem hochwertigen Second-Hand-Laden zum Verkauf anbieten. Ein wirklich schönes Stück. Danke. Danke für den Tipp. Wir hören uns mal um. Tun Sie das. Tschüss. Tschüss. Wer hätte das gedacht? Eine originale... Wie heißt der Vogel? Der Vogel? Jean-Michel Gigidou? Modedesigner. Aber dem Namen hatte auch keine andere Wahl. Ja. Oh, Miss Parker, mal wieder zufällig in der Gegend. Ich bin einverstanden. Ich arbeite wieder mit Ihnen zusammen. Und ich habe einen Plan, wie Sie an das Hotel kommen. Einen besseren als Sie. Da bin ich aber gespannt. Sydney gibt Ihnen einen Korb nach dem anderen. Sie wird sich niemals auf Sie einlassen. Und ich habe mich mit Mike Warden zusammengetan. Der Name sagt Ihnen was? Der Anwalt Ihres Vaters. Na, kommen Sie mal zur Sache. Warden wollte damals dem Gericht einen Strohmann präsentieren. Irgendein Typ hatte sich gefunden, der sich als Dads Kompagnon ausgibt und die Schwarzarbeit auf seine Kappe nimmt. Gegen ein gewisses Entgelt. Die entsprechenden Unterlagen waren bereits vorbereitet und Sydney sollte mit ihrer Aussage das Konstrukt untermauern. Eine Falschaussage. Wollen Sie jetzt den Plan hören oder nicht? So, Warden hat die Dokumente erneut manipuliert. Und jetzt sieht es so aus, als hätte Sydney die Schwarzarbeiter eingekauft. Ja. Ich deponiere jetzt die Beweise bei Sydneys Sachen, mache ein paar Anrufe und das Verfahren wird neu aufgerollt. Ah, verstehe. Ihr Vater kommt möglicherweise frei. Sydney wird in den USA vor Gericht gestellt. Ja, was habe ich davon? Wenn Sydney verurteilt wird, dann haftet sie mit ihrem gesamten Vermögen. Ihre Anteile am Drei Könige. Sie müsste verkaufen. Tja. Und ich glaube nicht, dass Gunther die 50%, die er ihr geschenkt hat, zurückkaufen kann. Und dann komme ich ins Spiel, als ehrenwerter Geschäftsmann. Retter in der Not. Ja, und das ist der weitaus bessere Plan, um an das Hotel zu kommen. Sagen Sie, machen Sie Witze. Der Plan birgt so viele Unwägbarkeiten. Dagegen ist Ihr Plan, dass Sydney sich in Sie verliebt und Sie heiratet natürlich eine sichere Bank. Ich werde darüber nachdenken. Das steht Ihnen frei. Auf Wiedersehen, Herr Militzer. Jetzt komme ich doch noch in den Genuss Ihrer Küche. Es schmeckt hervorragend. Danke, das freut mich sehr. Nur schade, dass niemand eine Verkäuferin sucht. Ihnen schwebt ein gehobeneres Ambiente vor, oder? Naja, eine dieser Bekleidungsketten kommt für mich nicht in Frage. Ich bin Fachverkäuferin und keine Klamottenräumerin. Ich habe nichts gegen diese Läden, nur könnte ich da niemals arbeiten. Ich berate gern und nehme mir Zeit für meine Kunden. Ich bin mir sicher, dass Sie eine Stelle finden werden, die Sie glücklich macht. Das finde ich auch. Und mein größter Vorteil ist, ich bin flexibel. Sie sind seit einem Jahr geschieden und immer noch allein.
Vermutlich, weil ich auch bei Männern gewisse Ansprüche habe. Ja, und durch meinen Ex-Mann Thees bin ich in mancher Hinsicht verwöhnt. Lieben Sie ihn noch? Nein, um Gottes Willen. Dieser Mistkerl hat mich wegen einer Jüngeren sitzen lassen. Aber wir waren gesellschaftlich sehr eingebunden und ich mag es, mich schick zu machen und auszugehen. Ach, jetzt muss ich gerade an dieses Kleid im Four Queens denken. Das war ein Traum. Das hätten Sie mir doch bei unserem Bummel zeigen können. Hätten Sie mich denn begleitet nach allem, was passiert ist? Dafür kann niemand was. Und ich finde den Laden sehr schön. Ich sehe mich gern noch mal darin um. Vielleicht ist das Kleid ja noch da. Ja, worauf warten wir dann noch? Los! Sie haben recht. Ich habe eine Belohnung verdient. Nach der OP, nach der Nacht im Krankenhaus und dem schlechten Krankenhausessen. Eben. Aber hier erinnert dich alles an Kaspar. Aber ich muss lernen, damit klarzukommen, wenn ich dich umziehen will. Ich stürze mich einfach wieder in die Arbeit. Hier ist sowieso so viel liegen geblieben durch das ganze Hickhack mit Volker. Bist du sicher, dass dir nicht die Decke auf den Kopf fällt? Nein. Aber was soll's? Je eher ich wieder in den Alltag zurückfinde, desto besser. Aber wenn's nicht klappt, dann melde ich mich sofort bei dir. Versprochen. Ich bin 24 Stunden für dich da. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ciao. Steht die alte Möhre. Ich habe, glaube ich, gestern ein bisschen übertrieben, aber Patina hat er schon. Ich bin einfach eine sentimentale Kuh. Ich kann mich nicht davon trennen. Aber das ist ein sehr schöner Zug in unserer heutigen Wettbewerbsgesellschaft. Danke nochmals für Kaffee und Schlafsachen. Ich bitte Sie. Und wenn ich das nächste Mal in Lüneburg bin, gehe ich ins Carlas essen. Und sind mein Gast. War schön, Sie kennengelernt zu haben. Ja, nach Anlaufschwierigkeiten kann ich das nur bestätigen. Grüßen Sie Ihren Mann. Das mache ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Was denn jetzt? Die Burg scheint Ihnen kein Glück zu bringen, oder? Oh Mist. Ich kenne eine sehr gute Werkstatt Richtung Lappenstedt. Das ist, glaube ich, die Lüneburger Landstraße. Und dann lassen Sie nur, mein Autoschrauber hat mir schon gesagt, dass der Wagen es nicht mehr lange machen wird. Noch mehr Geld reinzustecken, wäre unvernünftig. Was machen Sie jetzt? Einen Stadtbummel? Kein Grund, den Tag vermiesen zu lassen. Was ist mit Ihnen? Haben Sie Lust mitzukommen? Ja, klar, natürlich. Großartig. Vielleicht finden wir eine Boutique, in der Sie zufällig eine Verkäuferin suchen. Wir haben hier sehr gute Läden. Zeige ich Ihnen. Bin gespannt. Sie auch. Klaut sowieso keiner. Geht ja nicht. Die Nachfrage nach den Kimonade-Busselwagen ist ungebremst. Aber es ist auch kein Wunder. Weil in jeder Zeitung findest du ein Foto von Ihnen. Jo, ey, du machst dich echt breit. Hast du dir die Fotos denn überhaupt schon mal angeschaut? Ich muss lernen, das ist doch sowieso mal das Gleiche drauf. Ja, der Kimonade-Schriftzug, das ist ja auch die Hauptsache. Theo, Edda hat recht, das ist nicht dein Schreibtisch. Ich räume ja gleich alles weg, aber man kann auch ein bisschen würdigen. Bist du jetzt schon fertig? Ich kann mich nicht konzentrieren. Meinetwegen. Nicht nur. Dennis geht morgen nach Kiel. Morgen schon? Mhm. Ja, müssen wir heute eine Abschiedsparty schmeißen. Das ist eine gute Idee. Er würde sich bestimmt freuen. Mhm. Ja, ich muss jetzt hier weiter. Hey! Ja, hallo. Ach Mensch, gut, dass du kommst. Edda kann sich ohne dich einfach nicht konzentrieren. Petze! Schau mal. Dies für dich. Von der letzten Entrümpelung. Habe ich ein bisschen aufpoliert. Wow, danke. Ja, die ist... Findest du die hässlich?
Vielleicht hatte die Samba Queen Interesse dran. Au. Sei nicht böse, ja? Nein, schon okay. Dann kriegt sie Lilly für ihre Verkleidungskiste. Hast du eigentlich schon eine Wohnung in Kiel? Wir ziehen nicht nach Kiel. Edda und ich ziehen nach Bad Bramstedt. Bad, bitte, was? Bad Bramstedt. Das ist bei Bad Segeberg. Eine Kundin von mir geht da immer auf Kur. Und die ist wie alt, 80? Ja, sie geht streng drauf zu. Ja, da gibt's ein Moorheilbad. Ein Moorheilbad. Ja, dann hofft mal darauf, dass ihr eine Moorleiche findet, denn sonst gibt's da wahrscheinlich nichts Besonderes zu sehen. Die Stadt ist vielleicht kein Hotspot, trotzdem, da gibt's viele gute Sachen. Mhm. Und es ist nett und überschaubar. Ja. Ach, nett und überschaubar. Ja, ja, das ist genau das, was man in eurem Alter so sucht, ne? Nett und überschaubar. Hey, du bist gar nicht in der Boutique? Hast du etwas schon gekündigt? Wieso stehst du nicht an deinem Stand beim Heideblütenfest? Verzeihung, ich wollte natürlich sagen Pop-up-Bar. Das Fest klingt langsam aus und meine Aushilfe schafft das auch allein. Genau wie bei mir. Du bist plötzlich so gut drauf? Hat dir Herr Jansen etwa einen Antrag gemacht? Ach, daran arbeite ich noch. Vicky, übertreibst du nicht manchmal ein bisschen? Inwiefern? Arbeit, Männer, Lebenspläne. Du meinst, dass ich zu hohe Erwartungen habe? Du? Niemals. Erwartungen können gar nicht hoch genug sein. Ist das so? Mhm. Du gibst dich mit zu wenig zufrieden. Wie mit deiner provinziellen Möchtegern-Bar. Das ist ja nicht das Ende meiner Träume. Sehr gut. Aber meinen Traummann habe ich schon. Patrick? Ernsthaft? Okay. Er ist kein Entscheidungsträger in Spitzenpositionen, ja? Dafür ist nicht mal sein Vater so alt wie dein heimlicher Hausfreund. Ist er das? Geh doch schon mal vor und ich komme gleich nach. Jetzt bin ich doch froh, dass ich nicht nach Hannover musste. Theo, sein Kimonadekrempel doch in seinem Zimmer ausbreiten. Endlich. Das war schon verrückt. Dieser Unternehmerkram ist echt voll sein Ding. Ja, total. Wie läuft's denn bei dir? Willst du jetzt Medizin studieren? Ich mache auf jeden Fall jetzt den ersten Block des Pflegepraktikums fertig. Und dann scheint es dich aber gepackt zu haben, sonst würdest du dir diesen Stress ja nicht geben. Landschaftsarchitektur ist auch toll. Und kreativ. Da habe ich den ständigen Wechsel zwischen der praktischen Arbeit draußen und dem Zeichnen von Entwürfen am Schreibtisch. Hm. Ja, und ich habe jetzt die Lehre gemacht und gerade das Studium begonnen. Gib's doch einfach zu. Du willst jetzt Ärztin werden. Steht dazu. Die Arbeit mit dem Patienten macht mir Spaß, ja. Rauszufinden, was jemandem fehlt, ihm zu helfen. Ich finde das irrsinnig spannend. Das hast du bei der Gärtnerei natürlich nicht. Dafür ist die Gärtnerei nicht so riskant. Wenn ich da eine falsche Entscheidung treffe, dann riskiere ich kein Leben. Frag mal die Pflanze, die du rausreißt, nur weil dein Auftraggeber mit einmal was anderes haben will. Du hast ja recht. Im Grunde habe ich mich schon für Medizin entschieden. Aber ich habe gerade so viel im Kopf. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass Dennis morgen nach Kiel geht. Kann man in Kiel nicht auch Medizin studieren? Ja, klar. Wegen vorhin. Entschuldige, dass ich dich da so abgebügelt habe. Ich wünsche dir wirklich, dass es mit dir und deinem Patrick klappt. Schon okay. War einfach in letzter Zeit ein bisschen viel für uns beide. Ich gehe gleich zur Abschiedsfeier für Dennis. Hast du Lust mitzukommen? Ach, mir ist heute nicht nach Party. Okay.
was Sidney und dich betrifft, das... Das lag nur an diesem Brief. Es macht mich einfach fertig, dass es Dad nicht gut geht. Aber jetzt mal zu etwas Erfreulicherem. Thomas hat nächste Woche Geburtstag. Und seine Mutter und seine jüngere Tochter kommen zu Besuch. Und was genau freut dich daran jetzt so? Ja, dass er mich den beiden vorstellen will. Aha. Verstehst du das nicht? Er macht die Sache zwischen uns offiziell. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie hast du das hingekriegt? Ach, das würde ich dir ja erzählen, aber du willst ja auf die Party. Okay, ich sag die Feier ab und wir gehen irgendwo einen Kaffee trinken. Komm, ich muss dir auch noch einiges erzählen. Nichts. Allerdings ist in meinem Kalender vermerkt, dass mein bester Freund nächste Woche einen runden Geburtstag feiert. Darauf könnte ich gern verzichten. Ich wollte nur mal hören, was so geplant ist. Nichts. Ja, meine Mutter und Julia haben sich angekündigt. Es ist doch toll, dass die beiden mit dir feiern wollen. Verfällst du wenigstens nicht in eine Depression? Dazu besteht kein Anlass. Ich habe kein Problem, 60 zu werden. Das muss an der jungen Geliebten liegen. Das ist witzig. Was? Du bist dir treu geblieben. An deinem 50. Geburtstag hattest du ja auch eine heiße Affäre. Nur war ich damals mit Petra verheiratet, als ich mit Miriam... Ach, und jetzt möchtest du Mutter und Tochter überraschen? Mit Vicky? Ganz bestimmt nicht. Aber sie will doch sicherlich mit dir feiern. Und bei der Gelegenheit... Nein, du, das haben wir geklärt. Sie hält sich bedeckt. Was hast du ihr denn dafür versprechen müssen? Nichts. Sie hat einfach eingesehen, dass sie außen vor ist, wenn die Familie kommt. Das wundert mich jetzt. Du hast sie schon immer falsch eingeschätzt. Das habe ich dir schon mal gesagt. Schade. Ich hätte schon ganz gerne die Reaktion deiner Mutter auf deine blutjunge Geliebte gesehen. Bloß nicht. Dann fängt sie wieder mit der alten Leier an. Ich wäre wie mein Vater. Also das Fass mache ich ganz sicher nicht auf. Schade. Ja. Ich sehe ein, ich hätte meine Sachen hier nicht einfach so rumliegen lassen sollen. Aber ist das wirklich ein Grund, sie einfach so zu nehmen und in mein Zimmer zu werfen? Das Chaos ist garantiert nicht größer als vorher. Okay. Ach, da! Überraschung! Party! Überraschung! Ja, die Tasche ist original. Okay, ja, dann komme ich nachher bei Ihnen vorbei. Okay, bis dann, tschüss. Und, die Tasche ist von diesem Jean-Michel Gigidou. Ah, ja. Die ist dann richtig was wert? Oh ja. Den Erlös, den teile ich natürlich mit Ihnen. Schließlich haben wir die Tasche ja zusammengefunden. Nee, das will ich nicht, will ich nicht. Aber vielleicht überlassen Sie mir diesen Ölschinken da im Gegenzug. So. Von mir aus. Also, abgemacht? Okay. Hey, komm rein. Hey. Hi. Na, Lür. Ich wollte mal sehen, ob ich dir beim Packen helfen kann. Naja, so viel Zeug habe ich ja nicht. Aber ich darf dich morgen nach Kiel fahren, oder? Das wäre super. Ah, vorher gibt's noch Frühstück bei Britta. Da kannst du ja gleich von Lilly verabschieden. Ja. Herr Lühr? Ja? Sie sind auch eingeladen. Oh, gern. Ja, Dennis, ich komme gleich wieder. Ich hole schnell ein paar Batterien aus der Drogerie her. Ja, geht klar. Ich habe noch was für dich. Ah ja?
Wow. Die ist vielleicht geil. Mach's mir ab und schau mal auf der Rückseite. Für meinen Sohn Dennis. Das ist echt schön, danke. Alles Gute. Komm her. Ich bin ja nicht aus der Welt. Was meinst du, was ich dir geschenkt hätte, wenn du dich für Norwegen entschieden hättest? Also das hier ist eindeutig zu kurz. Wie ist das andere? Aber ich weiß nicht. Zeigen Sie mal. Wow! Ist es nicht ein bisschen zu weit? Das lässt sich gleich ändern. Hier. Ein Abnäher rein. Oh. Und schon? Stimmt, so wär's perfekt. Gut, dann schnell ausziehen und kaufen. Ich habe vergessen, dass Sie die wandelnde Schneiderei sind. Und ich werde es kaufen. Hallo. Hallo. Also, ich würde den hier nehmen. Der harmoniert sehr gut mit Ihrem Rock und bringt Ihre, schauen Sie mal, Ihre Augenfarbe schön zur Geltung. Und außerdem ist diese Farbkombi im Moment total angesagt. Okay, danke schön. Dann nehme ich den. Ich nehme das. Sie sahen toll drin aus. Vielen Dank. Gibt's einen Anlass? Bei so einem schönen Kleid findet sich der Anlass von allein. Frau Fischer, Sie beeindrucken mich schon wieder. Ach, es macht mir einfach großen Spaß. Arbeiten Sie öfter allein hier? Nein, ich bin nur eingesprungen. Denn unsere Aushilfe steckt gerade im Stau. Danke, dass Sie mitgekommen sind. Also, ich bin wirklich noch nie so gut beraten worden. Schön. Perfekt. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Für Frau Parker? Dankeschön. Gerne. Vielen Dank. Tschüss. Hallo. Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist in Hannover. Der Termin wurde abgesagt. Den Herrn Landtagspräsidenten plagt eine Gürtelrose. Was suchst du denn nach? Das ist eine Überraschung zu deinem Geburtstag, also nicht gucken. Ach, mich gruselt's jetzt schon, wenn ich an den Tag denke. Wieso, Angst vorm Älterwerden? Nein, aber was allein im Rathaus veranstaltet wird und dann hat sich auch noch meine Mutter angekündigt. Was hast du erwartet? Ja, sie kommt mit Jule, also meine Tochter, die in Brasilien lebt. Sie ist gerade bei ihr. Und das freut dich gar nicht? Doch, schon, aber das muss ja alles organisiert sein. Und dann müssen wir ja auch noch absprechen, wie wir das machen. Keine Sorge, ich bin flexibel und umgänglich. Danke, dass du mir so einfach machst. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich wusste gar nicht, dass dein Groll so tief sitzt. Sie hat meinen Dad im Stich gelassen. Sie hat ihm die gesamte Schuld für die Schwarzarbeiter gegeben. Das verzeih ich ihr nie. Aber bei Bad Barm steht da, bin ich mir noch nicht so sicher.
Dann sollten Sie mit Dennis darüber reden. Aber er freut sich so auf die gemeinsame Wohnung. Ihnen muss es doch auch gefallen, oder? Ich melde mich einfach, wenn wir da sind. Mach ja? das. Okay. Ciao. Tschüss, mein Engel. Ich hab Kaspar Volk und seinen Bruder draußen gesehen. Fährt der Kleine jetzt schon ins Burgenland? Ja. Ich weiß, das tut weh. Mr. Warden, it's the only way to get my father out of jail. Sydney is to blame for everything, and she's got to pay for it. Ja, wenn die Lieferung fertig ist, dann sage ich Ihnen Bescheid. Ja, gerne. Ihnen auch. Wiederhören. Gunther, was kann ich für dich tun? Hallo Vicky, ich wollte dich sprechen bezüglich der Eröffnung einer weiteren Four Queens Filiale. Ja. Ich möchte sagen, dass auch mir sehr viel daran gelegen ist. Vicky, du machst einen hervorragenden Job und ich sehe es genau wie Sydney dich als Geschäftsführerin in beiden Boutiquen. Freut mich. Sydney hat mir gesagt, dass du dir eine Teilhaberschaft wünschst. Ihr schätzt meine Arbeit, ich gehöre zur Familie. Da ist das nur logisch. Irgendwann. Wir bieten dir eine adäquate Gewinnbeteiligung an. Soweit war ich mit Sydney auch schon. Ich weiß. Ich wollte nur noch mal betonen, dass auch mir sehr viel an deiner Mitarbeit liegt. Aber eben nur daran. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Verhandle ich weiter mit Sydney oder mit dir? Mit Sydney, aber wir stehen ohnehin in Kontakt. Wir werden eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden. Hm? Ja, genau. Die Mieten in Bad Bramstedt sind viel billiger. Aha, ja. Nee, in der Nähe von Bad Segeberg. Das ist ganz lieb von dir, Mama, aber ich weiß nicht, ob die Eismaschine jetzt das Wichtigste ist, was wir brauchen. Ja, ja, ich weiß, du meinst es nur gut. Ja. Okay. Ja, mach ich. Mach ich. Tschüss. Ja. Meine Mutter hat uns ihre Eismaschine aufgedrängt. Oh. Wie praktisch, ne? Wer weiß, ob es in Bad Bramstedt eine Eisdiele gibt. Sie haben gesagt, das ist ein Kurort. Da wird ja wohl ein paar Läden geben, oder nicht? Also, ich war mal zum Wandern da. Grenzt direkt an die holsteinische Schweiz. Aha. Und, wie fanden Sie es? Ja, das Aufregendste, an das ich mich erinnere, ist, dass da Kurt Gustav Wilkens geboren wurde. Ja. Der Erfinder der Nassrasur? Aha, Wilkens war ein bekannter Gewerkschafter und Anarchist und der ist in Argentinien erschossen worden. Aha. Mhm. Naja, wir werden uns da schon wohlfühlen. Naja, Sie sind ja auch nur abends und am Wochenende zu Hause. Eben, die meiste Zeit verbringen wir sowieso in Hamburg oder in Kiel. Und wie lange fährt man da? Na, mit dem Zug jeweils eine Stunde. Ja, schön Zeit zum Lesen üben. Aha, oder zum Seriengucken auf dem Handy. Schauen Sie mal, die will ich Edda schicken. Muss ich nur noch ein bisschen aufmöbeln. Wie finden Sie die? Na ja, das Leder
ist von hochwertiger Qualität. Das muss ich schon sagen. Und die Verarbeitung, die ist auch sehr ansprechend. Gut. Vintage ist total angesagt. Ja. Mhm. Also da hinten, da ist Politur, Pflegepolitur. Da können Sie die Tasche aufarbeiten. Sehr gut. Aber den Rest verkaufen wir. Ich brauche ein Startkapital für den Umzug. Wie Sie wollen, bitte. Klar. Auf langen Autofahrten schläft er die meiste Zeit. Dann wird er die Fahrt ins Burgenland gut überstehen. Ja. Ach, nichts. Ich dachte, ich hätte Kaspar gehört. Bescheuert. Das wird dir noch in einer Weile so gehen. Ich vermisse ihn jetzt schon furchtbar. Weißt du was? Ich nehme den Rest des Tages frei und wir machen was Schönes. Ich kann Gunther fragen, ob wir wieder in die Waldhütte können. Das war doch schön. Das ist total lieb von dir, aber mir ist nicht danach. Ich wusste gar nicht, dass dein Groll so tief sitzt. Sie hat meinen Dad im Stich gelassen. Sie hat ihm die gesamte Schuld für die Schwarzarbeiter gegeben. Das verzeihe ich ihr nie. Aber bei Bad Barm steht da, bin ich mir noch nicht so sicher. Dann sollten Sie mit Dennis darüber reden. Aber er freut sich so auf die gemeinsame Wohnung. Ihnen muss es doch auch gefallen, oder? Ich melde mich einfach, wenn wir da sind. Mach das. Okay. Ciao. Tschüss, mein Engel. Vollkommen seinen Bruder draußen gesehen. Fährt der Kleine jetzt schon ins Burgenland? Ja. Ich weiß, das tut weh. Mr. Warden, it's the only way to get my father out of jail. Sydney is to blame for everything, and she's scared to pay for it. Ja, wenn die Lieferung fertig ist, dann sage ich Ihnen Bescheid. Ja, gerne. Ihnen auch. Wiederhören. Gunther, was kann ich für dich tun? Hallo Vicky, ich wollte dich sprechen bezüglich der Eröffnung einer weiteren Four Queens Filiale. Ja. Ich möchte sagen, dass auch mir sehr viel daran gelegen ist. Vicky, du machst einen hervorragenden Job und ich sehe es genau wie Sydney dich als Geschäftsführerin in beiden Boutiquen. Freut mich. Sydney hat mir gesagt, dass du dir eine Teilhaberschaft wünschst. Ihr schätzt meine Arbeit, ich gehöre zur Familie. Da ist das nur logisch. Irgendwann. Wir bieten dir eine adäquate Gewinnbeteiligung an. Soweit war ich mit Sydney auch schon. Ich weiß. Ich wollte nur noch mal betonen, dass auch mir sehr viel an deiner Mitarbeit liegt. Aber eben nur daran. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Verhandle ich weiter mit Sydney oder mit dir? Mit Sydney, aber wir stehen ohnehin in Kontakt. Wir werden eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden. Hm? Ja, genau. Die Mieten in Bad Bramstedt sind viel billiger. Aha, ja. Nee, in der Nähe von Bad Segeberg. Das ist ganz lieb von dir, Mama, aber ich weiß nicht, ob die Eismaschine jetzt das Wichtigste ist, was wir brauchen. Ja, ich weiß, du meinst es nur gut.
Ja. Okay. Ja, mach ich. Mach ich. Tschüss. Ja. Meine Mutter hat uns ihre Eismaschine aufgedrängt. Oh. Wie praktisch, ne? Wer weiß, ob es in Bad Bramstedt eine Eisdiele gibt. Sie haben gesagt, das ist ein Kurort. Da wird ja wohl ein paar Läden geben, oder nicht? Also ich war mal zum Wandern da. Grenzt direkt an die holsteinische Schweiz. Aha. Und wie fanden Sie es? Ja, das Aufregendste, an das ich mich erinnere, ist, dass da Kurt Gustav Wilkens geboren wurde. Ja. Der Erfinder der Nassrasur? Aha, Wilkens war ein bekannter Gewerkschafter und Anarchist und der ist in Argentinien erschossen worden. Aha. Mhm. Naja, wir werden uns da schon wohlfühlen. Naja, Sie sind ja auch nur abends und am Wochenende zu Hause. Eben, die meiste Zeit verbringen wir sowieso in Hamburg oder in Kiel. Und wie lange fährt man da? Na, mit dem Zug jeweils eine Stunde. Mhm. Ja, schön Zeit zum Lesen üben. Aha, oder zum Seriengucken auf dem Handy. Schauen Sie mal, die will ich Edda schenken. Muss ich nur noch ein bisschen aufmöbeln. Wie finden Sie die? Ja. Naja, das Leder ist von hochwertiger Qualität. Das muss ich schon sagen. Aber die Verarbeitung, die ist auch sehr ansprechend. Gut. Vintage ist total angesagt. Ja, also da hinten, da ist Politur, Pflegepolitur. Dann können Sie die Tasche aufarbeiten. Sehr gut. Aber den Rest verkaufen wir. Ich brauche ein Startkapital für den Umzug. Wie Sie meinen, bitte. Klar. Auf langen Autofahrten schläft er die meiste Zeit. Dann wird er die Fahrt ins Burgenland gut überstehen. Ja. Ach, nichts. Ich dachte, ich hätte Kaspar gehört. Bescheuert. Das wird dir noch eine Weile so gehen. Ich vermisse ihn jetzt schon furchtbar. Weißt du was? Ich nehme den Rest des Tages frei und wir machen was Schönes. Ich kann Gunther fragen, ob wir wieder in die Waldhütte können. Das war doch schön. Das ist total lieb von dir, aber mir ist nicht danach. Aber hier erinnert dich alles an Kaspar. Aber ich muss lernen, damit klarzukommen, wenn ich dich umziehen will. Ich stürze mich einfach wieder in die Arbeit. Die ist sowieso so viel liegen geblieben durch das ganze Hickhack mit Volker. Bist du sicher, dass dir nicht die Decke auf den Kopf fällt? Nein. Aber was soll's. Je eher ich wieder in den Alltag zurückfinde, desto besser. Aber wenn's nicht klappt, dann melde ich mich sofort bei dir. Versprochen. Ich bin 24 Stunden für dich da. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ciao. Nichts. Allerdings ist in meinem Kalender vermerkt, dass mein bester Freund nächste Woche einen runden Geburtstag feiert. Darauf könnte ich gern verzichten. Ich wollte nur mal hören, was so geplant ist. Nichts. Ja, meine Mutter und Julia haben sich angekündigt. Es ist doch toll, dass die beiden mit dir feiern wollen. Verfällst du wenigstens nicht in eine Depression? Dazu besteht kein Anlass. Ich habe kein Problem, 60 zu werden. Das muss an der jungen Geliebten liegen. Das ist witzig. Was? Du bist dir treu geblieben. An deinem 50. Geburtstag hattest du ja auch eine heiße Affäre. Nur war ich damals mit Petra verheiratet, als ich mit Miriam... Ach, und jetzt möchtest du Mutter und Tochter überraschen? Mit Vicky? Ganz bestimmt nicht. Aber sie will doch sicherlich mit dir feiern. Und bei der Gelegenheit... Nein, du, das haben wir geklärt. Sie hält sich bedeckt. Was hast du denn dafür versprechen müssen? Nichts. Sie hat einfach eingesehen, dass sie außen vor ist, wenn die Familie kommt. Das wundert mich jetzt. Du hast sie schon immer falsch eingeschätzt. Das habe ich dir schon mal gesagt. Schade.
hätte schon ganz gerne die Reaktion deiner Mutter auf deine blutjunge Geliebte gesehen. Bloß nicht. Dann fängt sie wieder mit der alten Leier an. Ich wäre wie mein Vater. Also das Fass mache ich ganz sicher nicht auf. Schade. Ja. Ich sehe ein, ich hätte meine Sachen hier nicht einfach so rumliegen lassen sollen. Aber ist das wirklich ein Grund, sie einfach so zu nehmen und in mein Zimmer zu werfen? Das Chaos ist garantiert nicht größer als vorher. Okay. Oh, da! Überraschung! Party! Überraschung! Habe ich mir schon gedacht, dass hier was im Gange ist. Ja, tut mir leid, ich konnte die Hinweise leider nicht vor ihm verstecken. Das macht nichts. Freust du dich? Ja, sehr. Und du wirst dich gleich noch viel mehr freuen. Hast du wieder eine Tasche dabei? Okay, die Tasche habe ich secondhand verkauft. Und? Ist was dabei rausgesprungen? Für ein schickes Essen? In Bad Bramstedt? Wie viel ist denn das? 3.500 Euro. Mhm. Für eine alte Oma-Tasche. Ey, die Tasche ist vintage, ja? Der Typ hat gesagt, es gibt viele Taschen, die so viel wert sind. Und was macht ihr jetzt mit dem Geld? Naja, erstmal umziehen, würde ich sagen, und dann vielleicht den Führerschein. So ein Auto wäre nicht schlecht bei der ganzen Pendlerei, hm? Das können wir uns sparen. Warum? Weil ich ab dem nächsten Semester Medizin in Kiel studiere. Was? Das heißt, keine Wochenendsbeziehung? Kein stundenlanges Hin- und Herfahren? Eine super Entscheidung. Ach, aber das heißt ja, dass ich euch gar nicht in Bad Bramstedt besuchen kommen kann. Oh. Ich meine, Medizin ist doch ein ziemlich beliebtes Studienfach. Oder kriegst du da so schnell einen Platz? Nee, Kiel ist nicht so beliebt. Das wird schon. Wo bleibt denn Kim? Wir wollen anstoßen. Ja, ich sag gerade ab. Naja, das sollte uns aber nicht vom Feiern abhalten. Wir trinken Kemonade im Kühlschrank, alles voll in allen Geschmacksrichtungen. Er kann es einfach nicht lassen. Du siehst toll aus. Das Kleid ist wirklich wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich es gekauft hätte, wenn Frau Fischer nicht bei mir gewesen wäre. Dann danke ich Ihnen, dass Sie meine Frau so wunderbar beraten haben. Gern geschehen. Schließlich profitieren Sie als Mann von einer so attraktiven und gut gekleideten Frau an Ihrer Seite. Wenn das so ist, liege ich ganz weit vorn. Ich hol mal den Tee. Schön, dass ich Sie erreiche. Ich wollte Sie gerne fragen, ob Sie immer noch Interesse an der Stelle in Four Queens hätten. Ich dachte, die ist schon vergeben. Die Bewerberin hat ihre Zusage ganz kurzfristig zurückgezogen. Oh, das ist großartig. Ich meine, hoffentlich gibt es dafür keinen dramatischen Grund. Nein, sie hat nur was anderes gefunden, das für sie leichter zu erreichen ist. Das kann ich kaum glauben, nach all dem Pech, das ich hier hatte. Frau Fischer, Sie waren die ganze Zeit in der engeren Auswahl und nachdem ich heute gesehen habe, wie Sie Frau Sarah Varkos beraten haben... Bei ihr bin ich gerade. Wirklich? Hätten Sie was dagegen, wenn ich Ihnen gleich einen Vertragsentwurf hochbringe? Gerne. Heißt das, Sie wohnen hier im Haus? Ja, natürlich, im Parterre. Dann bis gleich. Die Stelle im Four Queens. Ach. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann sehen wir uns ja nächster Zeit öfter. Das ist so ein verrückter Tag. Und meine zukünftige Chefin bringt mir gleich meinen Arbeitsvertrag vorbei. Also ich finde, darauf sollten wir anstoßen, ja, oder? Ich hole eine Flasche Cremant. Ich trinke natürlich nichts und fahre Sie später nach Hause. Oh, das nehme ich gerne an. Vielen Dank, Torben. Sydney, ja, kommen Sie hoch. Thank you.
da steht die alte Möhre. Ich habe, glaube ich, gestern ein bisschen übertrieben, aber Patina hat er schon. Ich bin einfach eine sentimentale Kuh. Ich kann mich nicht davon trennen. Aber das ist ein sehr schöner Zug in unserer heutigen Wettbewerbsgesellschaft. Danke nochmals für Kaffee und Schlafsachen. Ich bitte Sie. Und wenn ich das nächste Mal in Lüneburg bin, gehe ich ins Carlas essen. Und sind mein Gast. War schön, Sie kennengelernt zu haben. Ja, nach Anlaufschwierigkeiten kann ich das nur bestätigen. Grüßen Sie Ihren Mann. Das mache ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Was denn jetzt? Die Burg scheint Ihnen kein Glück zu bringen, oder? Oh Mist. Ich kenne eine sehr gute Werkstatt Richtung Lappenstedt. Das ist, glaube ich, die Lüneburger Landstraße. Und dann lassen Sie nur, mein Autoschrauber hat mir schon gesagt, dass der Wagen es nicht mehr lange machen wird. Noch mehr Geld reinzustecken wäre unvernünftig. Was machen Sie jetzt? Einen Stadtbummel? Kein Grund, den Tag vermiesen zu lassen. Was ist mit Ihnen? Haben Sie Lust mitzukommen? Ja, klar, natürlich. Vielleicht finden wir eine Boutique, in der Sie zufällig eine Verkäuferin suchen? Wir haben hier sehr gute Läden. Zeige ich Ihnen. Bin gespannt. Sie auch. Klaut sowieso keiner. Geht ja nicht. Die Nachfrage nach den Kimonade-Busselwagen ist ungebremst, aber es ist auch kein Wunder. Weil in jeder Zeitung findest du ein Foto von ihnen. Jo, ey, du machst dich echt breit. Hast du dir die Fotos denn überhaupt schon mal angeschaut? Ich muss lernen, das ist doch sowieso immer das Gleiche drauf. Ja, der Kimonade-Schriftzug, das ist ja auch die Hauptsache. Theo, Edda hat recht, das ist nicht dein Schreibtisch. Ich räume ja gleich alles weg, aber man kann auch ein bisschen würdigen. Bist du jetzt schon fertig? Ich kann mich nicht konzentrieren. Meinetwegen. Nicht nur. Dennis geht morgen nach Kiel. Morgen schon? Mhm. Ja, müssen wir heute eine Abschiedsparty schmeißen. Das ist eine gute Idee. Er würde sich bestimmt freuen. Mhm. Ja, ich muss jetzt hier weiter. Hey! Ja, hallo. Ach Mensch, gut, dass du kommst. Edda kann sich ohne dich einfach nicht konzentrieren. Petze! Schau mal, dies für dich. Von der letzten Entrümpelung habe ich ein bisschen aufpoliert. Wow, danke. Ja, die ist... Findest du die hässlich? Vielleicht hatte die Samba Queen Interesse dran. Au. Sei nicht böse, ja? Nein, schon okay. Dann kriegt sie Lilly für ihre Verkleidungskiste. Hast du eigentlich schon eine Wohnung in Kiel? Wir ziehen nicht nach Kiel. Edda und ich ziehen nach Bad Bramstedt. Bad, bitte, was? Bad Bramstedt. Das ist bei Bad Segeberg. Eine Kundin von mir geht da immer auf Kur. Und die ist wie alt, 80? Ja, sie geht streng drauf zu. Ja, da gibt's ein Moorheilbad. Ein Moorheilbad. Ja, dann hofft mal darauf, dass ihr eine Moorleiche findet, denn sonst gibt's ja wahrscheinlich nichts Besonderes zu sehen. Die Stadt ist vielleicht kein Hotspot, trotzdem, da gibt's viele gute Sachen. Mhm. Und es ist nett und überschaubar. Ja. Ach, nett und überschaubar. Ja, ja, das ist genau das, was man in eurem Alter so sucht, ne? Nett und überschaubar. Hey, du bist gar nicht in der Boutique? Hast du etwas schon gekündigt? Wieso stehst du nicht an deinem Stand beim Heideblütenfest? Verzeihung, ich wollte natürlich sagen Pop-up-Bar. Das Fest klingt langsam aus und meine Aushilfe schafft das auch allein. Genau wie bei mir. Du bist plötzlich so gut drauf? Hat dir Herr Jansen etwa einen Antrag gemacht? Daran arbeite ich noch. Vicky, übertreibst du nicht manchmal ein bisschen? Inwiefern? Arbeit, Männer, Lebenspläne. Du meinst, dass ich zu hohe Erwartungen habe? Niemals. Erwartungen können gar nicht hoch genug sein. Ist das so? Mhm. Du gibst dich mit zu wenig zufrieden. Wie mit deiner provinziellen Möchtegern-Bar. Das ist ja nicht das Ende meiner Träume. Sehr gut. Aber meinen Traummann habe ich schon. Patrick? Ernsthaft?
Okay. Er ist kein Entscheidungsträger in Spitzenpositionen, ja? Dafür ist nicht mal sein Vater so alt wie dein heimlicher Hausfreund. Ist er das? Mr. Warden? Yeah, it's the address of a good friend of mine. When will the messenger arrive? I'll be there. Thanks. Und jetzt? Doch nicht nach Bad Bramstedt? Naja, ich könnte das Zimmer in Kiel nehmen, das mir mein Ausbildungsbetrieb zur Verfügung stellt, aber... Ich ziehe nach Hamburg? Naja, dann sehen wir uns zumindest an den Wochenenden. Das ist ja Edda, unsere Krankenschwester. Wo haben Sie diese Tasche hier? Die hat mir Dennis, mein Freund, geschenkt. Darf ich mal? Die ist von der Entrümpelung. Wissen Sie, dass Sie ein echter Glückspilz sind? Nee. Das ist eine echte Jean-Michel Chichidou-Tasche. Eine was? Die Sonderkollektion von 1978. Mein Ex-Mann hat mir eine zum 10. Hochzeitstag geschenkt. Das heißt, die Tasche ist was Besonderes. Er findet die nämlich ziemlich hässlich. Ich würde sie sofort abkaufen, wenn ich das Geld dafür hätte. Wir wollten sie gerade Lilly schenken. Ja, dann hoffe ich, dass die Dame dieses exklusive Stück zu schätzen weiß. Die Dame ist erst 6 Jahre alt. Ja, Lilly ist meine kleine Halbschwester. Und mein Patenkind. Vielleicht sollten wir das noch mal überdenken. Hm? Ich würde sie in Ehren halten oder einem hochwertigen Second-Hand-Laden zum Verkauf anbieten. Hm? Ein wirklich schönes Stück. Danke. Danke für den Tipp. Wir hören uns mal um. Tun Sie das. Tschüss. Tschüss. Wer hätte das gedacht? Eine originale... Wie heißt der Vogel? Der Vogel? Ja. Ein Abnäher rein? Oh. Und schon? Stimmt, so wäre es perfekt. Gut, dann schnell ausziehen und kaufen. Ich habe vergessen, dass Sie die wandelnde Schneiderei sind. Und ich werde es kaufen. Hallo. Hallo. Also, ich würde den hier nehmen. Der harmoniert sehr gut mit Ihrem Rock und bringt Ihre Augenfarbe schön zur Geltung. Und außerdem ist diese Farbkombi im Moment total angesagt. Okay, danke schön. Dann nehme ich den. Ich nehme das. Sie sahen toll drin aus. Vielen Dank. Gibt's einen Anlass? Bei so einem schönen Kleid findet sich der Anlass von allein. Frau Fischer, Sie beeindrucken mich schon wieder. Ach, es macht mir einfach großen Spaß. Arbeiten Sie öfter allein hier? Nein, ich bin nur eingesprungen. Denn unsere Aushilfe steckt gerade im Stau. Danke, dass Sie mitgekommen sind. Also, ich bin wirklich noch nie so gut beraten worden. Schön. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Tschüss. Kommen Sie rein. Brief für Frau Parker? Gerne. Vielen Dank. Tschüss. Hallo. Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist in Hannover. Der Termin wurde abgesagt. Den Herrn Landtagspräsidenten plagt eine Gürtelrose. Was suchst du denn da? Das ist eine Überraschung zu deinem Geburtstag, also nicht gucken. Ach, mich gruselt's jetzt schon, wenn ich an den Tag denke.
Wieso, Angst vorm Älterwerden? Nein, aber was allein im Rathaus veranstaltet wird und dann hat sich auch noch meine Mutter angekündigt. Was hast du erwartet? Ja, sie kommt mit Jule, also meine Tochter, die in Brasilien lebt. Sie ist gerade bei ihr. Und das freut dich gar nicht? Doch schon, aber das muss ja alles organisiert sein. Und dann müssen wir ja auch noch absprechen, wie wir das machen. Keine Sorge, ich bin flexibel und umgänglich. Danke, dass du mir so einfach machst. Du kannst dich auf mich verlassen. Geh doch schon mal vor und ich komme gleich nach. Jetzt bin ich doch froh, dass ich nicht nach Hannover musste. Theo sein Kimonadekrempel doch in seinem Zimmer ausbreiten. Endlich. Ist aber schon verrückt. Dieser Unternehmerkram ist echt voll sein Ding. Ja, total. Wie läuft's denn bei dir? Willst du jetzt Medizin studieren? Ich mache auf jeden Fall jetzt den ersten Block des Pflegepraktikums fertig. Und dann scheint es dich aber gepackt zu haben, sonst würdest du dir diesen Stress ja nicht geben. Landschaftsarchitektur ist auch toll. Und kreativ. Da habe ich den ständigen Wechsel zwischen der praktischen Arbeit draußen und dem Zeichnen von Entwürfen am Schreibtisch. Hm. Ja, und ich habe jetzt die Lehre gemacht und gerade das Studium begonnen. Gib's doch einfach zu. Du willst jetzt Ärztin werden. Steht dazu. Die Arbeit mit den Patienten macht mir Spaß, ja. Rauszufinden, was jemandem fehlt, ihm zu helfen. Ich finde das irrsinnig spannend. Das hast du bei der Gärtnerei natürlich nicht. Dafür ist die Gärtnerei nicht so riskant. Wenn ich da eine falsche Entscheidung treffe, dann riskiere ich kein Leben. Frag mal die Pflanze, die du rausreißt, nur weil dein Auftraggeber mit einmal was anderes haben will. Du hast ja recht. Im Grunde habe ich mich schon für Medizin entschieden. Aber ich habe gerade so viel im Kopf. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass Dennis morgen nach Kiel geht. Können wir in Kiel nicht auch Medizin studieren? Na ja, klar. Wegen vorhin. Entschuldige, dass ich dich da so abgebügelt habe. Ich wünsche dir wirklich, dass es mit dir und deinem Patrick klappt. Schon okay. War einfach in letzter Zeit ein bisschen viel für uns beide. Ich gehe gleich zur Abschiedsfeier für Dennis. Hast du Lust mitzukommen? Ach, mir ist heute nicht nach Party. Okay. Was Sidney an dich betrifft, das... Das lag nur an diesem Brief. Es macht mich einfach fertig, dass es Dad nicht gut geht. Aber jetzt mal zu etwas Erfreulicherem. Thomas hat nächste Woche Geburtstag. Und seine Mutter und seine jüngere Tochter kommen zu Besuch. Und was genau freut dich daran jetzt so? Ja, dass er mich den beiden vorstellen will. Aha. Verstehst du das nicht? Er macht die Sache zwischen uns offiziell. Wow, das... Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie hast du das hingekriegt? Ach, das würde ich dir erzählen, aber du willst ja auf die Party. Okay, ich sag die Feier ab und wir gehen irgendwo einen Kaffee trinken. Komm, ich muss dir auch noch einiges erzählen. Jean-Michel Gigidou? Modedesigner. Aber dem Namen hatte auch keine andere Wahl. Ja. Oh, Miss Parker, mal wieder zufällig in der Gegend.
Ich bin einverstanden. Ich arbeite wieder mit Ihnen zusammen. Und ich habe einen Plan, wie Sie an das Hotel kommen. Einen besseren als Sie. Da bin ich aber gespannt. Sydney gibt Ihnen einen Korb nach dem anderen. Sie wird sich niemals auf Sie einlassen. Und ich habe mich mit Mike Warden zusammengetan. Der Name sagt Ihnen was? Der Anwalt Ihres Vaters. Na, kommen Sie mal zur Sache. Warden wollte damals dem Gericht einem Strohmann präsentieren. Irgendein Typ hatte sich gefunden, der sich als Dads Kompagnon ausgibt und die Schwarzarbeit auf seine Kappe nimmt. Gegen ein gewisses Entgelt. Die entsprechenden Unterlagen waren bereits vorbereitet und Sydney sollte mit ihrer Aussage das Konstrukt untermauern. Eine Falschaussage. Wollen Sie jetzt den Plan hören oder nicht? So, Warden hat die Dokumente erneut manipuliert. Und jetzt sieht es so aus, als hätte Sydney die Schwarzarbeiter eingekauft. Ja, ich deponiere jetzt die Beweise bei Sydneys Sachen, mache ein paar Anrufe und das Verfahren wird neu aufgerollt. Ah, verstehe. Ihr Vater kommt möglicherweise frei. Sydney wird in den USA vor Gericht gestellt. Ja, was habe ich davon? Wenn Sydney verurteilt wird, dann haftet sie mit ihrem gesamten Vermögen. Ihre Anteile am Drei Könige. Sie müsste verkaufen. Tja, und ich glaube nicht, dass Gunther die 50%, die er ihr geschenkt hat, zurückkaufen kann. Und dann komme ich ins Spiel, als ehrenwerter Geschäftsmann. Retter in der Not. Ja, und das ist der weitaus bessere Plan, um an das Hotel zu kommen. Sagen Sie, machen Sie Witze. Der Plan birgt so viele Unwägbarkeiten. Dagegen ist Ihr Plan, dass Sydney sich in Sie verliebt und Sie heiratet natürlich eine sichere Bank. Ich werde darüber nachdenken. Das steht Ihnen frei. Auf Wiedersehen, Herr Militzer. Jetzt komme ich doch noch in den Genuss Ihrer Küche. Es schmeckt hervorragend. Danke, das freut mich sehr. Nur schade, dass niemand eine Verkäuferin sucht. Ihnen schwebt ein gehobeneres Ambiente vor, oder? Naja, eine dieser Bekleidungsketten kommt für mich nicht in Frage. Ich bin Fachverkäuferin und keine Klamottenräumerin. Ich habe nichts gegen diese Läden, nur könnte ich da niemals arbeiten. Ich berate gern und nehme mir Zeit für meine Kunden. Ich bin mir sicher, dass Sie eine Stelle finden werden, die Sie glücklich macht. Das finde ich auch. Und mein größter Vorteil ist, ich bin flexibel. Sie sind seit einem Jahr geschieden und immer noch allein. Vermutlich, weil ich auch bei Männern gewisse Ansprüche habe. Ja, und durch meinen Ex-Mann Thees bin ich in mancher Hinsicht verwöhnt. Lieben Sie ihn noch? Nein, um Gottes Willen. Dieser Mistkerl hat mich wegen einer Jüngeren sitzen lassen. Aber wir waren gesellschaftlich sehr eingebunden und ich mag es, mich schick zu machen und auszugehen. Ach, jetzt muss ich gerade an dieses Kleid im Four Queens denken. Das war ein Traum. Das hätten Sie mir doch bei unserem Bummel zeigen können. Hätten Sie mich denn begleitet nach allem, was passiert ist? Dafür kann niemand was. Und ich finde den Laden sehr schön. Ich sehe mich gern noch mal darin um. Vielleicht ist das Kleid ja noch da. Ja, worauf warten wir dann noch? Los! Sie haben recht. Ich habe eine Belohnung verdient. Nach der OP, nach der Nacht im Krankenhaus und dem schlechten Krankenhausessen. Eben. Ja, die Tasche ist original. Okay. Ja, dann komme ich nachher bei Ihnen vorbei. Okay. Bis dann. Tschüss. Die Tasche ist von diesem Jean-Michel Gigidou. Ah, ja. Die ist dann richtig was wert? Oh ja. Den Erlös, den teile ich natürlich mit Ihnen. Schließlich haben wir die Tasche ja zusammengefunden. Nee, das will ich nicht, will ich nicht. Aber vielleicht überlassen Sie mir diesen Ölschinken da im Gegenzug. So? Von mir aus. Also, abgemacht? Okay. Hey, komm rein. Hey. Hi. Na, Lüder. Ich wollte mal sehen, ob ich dir beim Packen helfen kann. Naja, so viel Zeug habe ich ja nicht. Aber ich darf dich morgen nach Kiel fahren, oder? Das wäre super. Ah, vorher gibt's noch Frühstück bei Britta. Ah. Da kannst du ja gleich von Lilly verabschieden. Ja. Herr Lüder? Ja? Sie sind auch eingeladen. Oh, gern. Ja, Dennis, ich
komm gleich wieder. Ich hole schnell ein paar Batterien aus der Drogerie hier. Ja, geht klar. Ich hab noch was für dich. Ah ja? Mhm. Mach's mir ab und schau mal auf der Rückseite. Für meinen Sohn Dennis. Das ist echt schön, danke. Alles Gute. Komm her. Nicht aus der Welt. Was meinst du, was ich dir geschenkt hätte, wenn du dich für Norwegen entschieden hättest? Also das hier ist eindeutig zu kurz. Wie ist das andere? Aber ich weiß nicht. Zeigen Sie mal. Wow! Ist es nicht ein bisschen zu weit? Das lässt sich gleich ändern.